jetzt los. Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Steins Gate. Ich habe jetzt dabei mit Satan. Hallo. Ich sehe da wirklich auf, also das fällt mir auch so auf. Ich sehe das so schon ein paar Mal angemerkt, aber nee, warte mal. Wollten wir jetzt aufhören, eben andauernd hier irgendwie ein Thema abzuschweifen. Deswegen als kleine Entschuldigung zu sagen, haben wir uns vorgenommen, uns heute mindestens 50 Textfelder vorzunehmen. Das heißt allerdings auch, dass wir im Moment gar keine Ahnung haben, ob 50 Felder und 4 sind. Wenn ich so nachdenke, in 25 Minuten 50 Textfelder ist eigentlich... Bei unserer Bilanz schon relativ gut, ne? Bitte? Bei unserer Bilanz bisher schon relativ gut, aber ich fange schon wieder an. Also, deswegen haben wir gesagt, eben heute wollen wir richtig loslegen und das Tempo auch in der Zeit lang halten. Und würde ich mal sagen, in diesem Sinne, legen wir los. Wir haben gerade unsere Bestellung aufgegeben, haben in der letzten Folge, das haben wir eigentlich letztes Mal gemacht, haben gar nichts gemacht in letzter Folge. Wir sind mit endlich da auch am Tisch gekommen, hatten noch ein kleines Gespräch über Realitätsmarvel, Realitätsmurmeln und haben dann noch diskutiert mit Daru noch irgendwelche Sachen oder was haben wir eigentlich gemacht in der letzten Folge? Das wäre jetzt wahrscheinlich eine Frage an mich. Ja. Daru geredet mit Ferris haben wir davor, glaube ich, die Folge davor gesprochen und uns damit mit der rumgequält. Und wir haben dem armen Daru einen Schlag wirklich unter die Gürtellinie verpasst. Das war richtig. Dass der den Ocarin nicht irgendwann mal verprügelt, also das ist mir auch irgendwann mal. Ach. Ich könnte ihn nicht verübeln, aber der muss sich so viel Hohn von dem immer reintun. Also den Tag nicht, Feierabend, du. Okay, legen wir los. Wir haben 50 Textfelder und damit würde ich sagen, legen wir los. Ich habe einen Kugelschreiber zum Abschluss dabei. Los geht's. Verstanden. Textfeld 1. Ich fühle schlecht jetzt. Ich habe auch einen Strich jetzt dran. Ach so. Wir können beide füllen. Nachdem sie meine Bestellung genommen hat, geht... Okay. Während Mayushi Richtung der Theke geht, schwankt sie halt zwischen den Tischen hin und her, als würde sie Bahnen schwimmen. Fertigtextfeld. Genau, er taumelt sie zwischen den Dingern hin und her. Es würde sie schwimmen. Nummer 2. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Das sah ziemlich gefährlich aus. Also, was ist nun mit der wichtigen Sache, mit der du zu mir kommen wolltest? Wir erinnern uns, wir wollten ihn ja eigentlich mal fragen wegen John Titor, so damals vor so 6, 7, 8 Folgen. Wollten wir ihn halt fragen bezüglich John Titors. Daru fragt das, während er halt immer nur auf dem Tisch liegt. Das war wohl der vernichtende Schlag und die Gürtellinie. Mhm. Das stimmt. Nachdem ich konfrontiert gewesen bin bei der Masseusin Moichan und dem Katzenmädchen, habe ich fast dieses wichtige Thema vergessen. Ich wollte in einer Stunde zum Labor gehen. Ich habe etwas, womit ich mit dir geheim und urgently vertraulich reden muss. Das hat mir schon mal vor ein paar Folgen, ganz dringend reden muss. Das hat mir schon mal vor ein paar Folgen, aber wenn der Typ mit diesem Kommentar auf mich zukommt, dann würde ich eher das Weiche suchen. Oder schon mal Popcorn rausholen. Stimmt. Ich lehne mich auf den Tisch und check nochmal die Umgebung ab. Schon mal aufgefallen, dass das Zeichen ein bisschen ähnlich aussieht wie Endsoft? Endsoft? Ich kenne Endsoft nicht, tut mir leid. Ich glaube, das steht im Zusammenhang mit Steins Gate. Haben wir hier Endsoft? Nee, das ist von Nitro Plus. Vor wem war denn Endsoft? Hab ich jetzt für nichts irgendwas geoutet? Nein! Weiter im Text! Sag mal, du weißt doch, wer John Titor ist, richtig? John Titor? Dare? John Titor? Wer? Amerika in 10 Jahren vor dem Mai in Arabaleta. 自称未来人。
お前とは以前こいつの話題をしたはずだぞ。Ein selbsternannter Zeitreisen aus der Zukunft, welcher in den USA vor 10 Jahren erschien. Ich habe mit dir erst vor kurzem darüber gesprochen. Mata Okarin no itsumo no settei? Wir haben jetzt nach einem Fünftel der Zeit genau ein Fünftel der Textfehler geschafft. Yay! Sag mal, denkst du schon wieder irgendwas aus, Okarin, oder? Settei toka yuu na! Orega hanasu koto wa subete shinjitsu da! Das stimmt nicht! Alles, was ich sage, ist die reine Wahrheit. Ach. Mhm. Aber nur mal so ganz nebenbei. Das würde tatsächlich bedeuten, dass wir tatsächlich in einer anderen Realität sind. Ja, ich will nicht spoilern, also mach mal. Du sollst doch nicht spoilern. Tu Wenn du spoilerst, sag nicht, dass du spoilerst. Das hatte ich nicht vor. Ah, verdammt. Shit sucks war irgendein Kram, was es immer heißt. Verdammt, das nervt. Scheiße lutschen. Stimmt. Nun, ich schätze, ich kann damit etwas umgehen. Achso, nun, ich schätze, ich kann damit umgehen. Nun, was ist nun das Spezielle aus diesem Typen aus der Zukunft? Warte, warum so eine Hatsumimi-no-yona-Igata-Ausdruck? Warte, wie kommt es, dass du über ihn sprichst? Es wäre das erste Mal, als würdest du von ihm hören. Jijitsu, Hatsumimi dakara. Weil es das erste Mal ist. Oh, wasureta wake dewa naku. Du hast es sicher nicht vergessen oder sowas in die Richtung? Jishin wa nai kedo. Auf jeden Fall seid ihr dabei sicher. Halt jetzt im Großen und Ganzen. Nihon demo soitsu ni kansuru hon ga dete iru. Es sind Bücher über ihn in Japan erschienen. Sono hon o misete kuretara omoidaseru kamo. Nun, falls du sie mir zeigst, erinnere ich mich vielleicht. Eine sehr interessante Unterhaltung hier. Mhm. Wie? Warte, du weißt wirklich nichts über ihn? Weißt du, die Erinnerungen von Menschen sind sehr unsicher, weißt du? Sie sind komplett anders zu digitalen Gedächtnissen. Eine neue Information. Sollen wir es auch als Textfeld werten lassen? Das ist das Pünktchen. Ich tue es mal nicht. Ich habe auch nicht erzählt. Wo bist du gerade? Ich bin bei 23 und du? Oh, ich bin bei 18. Hm? Egal, ich habe erzählt. Ja, nee, ich bin auch bei. Nein. Hm? Ja, egal, mach mal weiter. Mach mal weiter, das passt schon. Das ist wirklich verrückt. Ich könnte das vielleicht sogar eine wahrliche Abnormalität nennen, mein Freund, das kannst du. Als ich auf der Hochschule war, kann ich mich garantiert erinnern, mit Daru über John Titor geredet zu haben. Da ist nichts anderes wahr als eine einfache Unterhaltung, wäre es trotzdem nicht überraschend, wenn Daru etwas darüber vergessen hätte. Er ist quite ein Internet Teilnehmer. Ach, ein Internetabhängiger. Aber er ist wirklich ein Internetabhängiger. Kenn ich. Wie auch immer, gibt das Internet trotzdem nur gibt es dem Benutzer nur diese Art von Informationen. Ach, nur den Zugang zu Informationen, welche die Informationen interessiert ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Daru Informationen über John Titor nachgeschaut hat. Falls er sagt, dass er das erste Mal ist, dass er von ihm hört, besteht immer noch die Möglichkeit, dass er es einfach nicht im Internet nachgeschlagen hat. Sind meine Erinnerungen falsch oder sind es die Erinnerungen von allen anderen? Tendenziell ist deine. Ich löse lieber nicht auf. Nicht sagen, verdammt. Doch.
Zwing ich doch. Nein. Okay, was ist dann mit dem IBM 5100? Hey, Okarin ga sonna PC o shitteru nante ne. Yaru jan. Ach, sieh mal einer an. Was, du kennst diesen PC Okarin? Nicht schlecht. Shitteru ndaro. Du kennst ihn? IBM ga 1975 nen ni hatsubai shita modelu shio. Es ist das Modell des IBM in 1975 veröffentlicht hat. 1975? Richtig, das ist das, was schon Tito auf seinem Kanal geschrieben hatte. 1975? Ja, damals war ich noch nicht mal flüssig. Ja. Das ist, warum er erst in das Jahr 1975 reiste, den IBM 5100 aufgriff und dann zum Jahr 1998 reiste. Hä, warum reist er nicht gleich zurück in die Zukunft? Donner PC. Also, was für eine Art von PC ist es? Ein alter. Sorry, den kann ich mir jetzt nehmen. Nicht nehmen. Ein verdammt scheiß teurer PC. Lehmeki datta kara sugee takakute. Seitdem er erschienen ist, war er so teuer, dass normale Leute ihn halt nicht in die Hände bekommen konnten. IBM の独自技術が詰まった。その当時にしては結構優秀な PC だったんだけどね。Das war schon schade, da der PC für seine Zeit exzellent war. Und IBM hatte sogar einige Spezialfutures in ihm installiert. IBM は6年後の1981年に IBM PC っていう大ヒットシリーズを発売してて、そっちの方が有名なわけ。Die IBM PCs, die IBM PC Reihe, die 1981 erschienen war, war ein großer Erfolg und populärer als der IBM 5100. Trotzdem, alle Informationen, die ich über den IBM 5100 habe, sind von einer Wiki-Seite aus dem Internet. Nur mal so nebenbei angemerkt, er hat also spezielle Futures. IBM Futures. Interessant. それが現在の秋葉にあるという都市伝説を聞いたことが。Hast du was von der lokalen Legende gehört, dass einer von ihnen hier in Akiba sei? Oh, oh, ある, ある. 1 Monat vorher in der Netto da Legend nicht auch Gerücht sein? Ja, aber das hört sich weniger episch an, glaube ich. Was denn? Durchaus. Die habe ich. Was, ernst? Ich dachte, Moritz-chan hat genauso groß gefolgt. Also, tut mir leid, also. Vielleicht ist es am Spiel, aber. Es war das Thema im Net vor etwa einem Monat. Die, その噂を聞きつけたアットちゃんの勇士が秋葉中のショップを探して回ったんだよ。フレパラのフレンドにゲジネって人がいるんだけど、その人が中心になってね。Und so hatten verschiedene verschiedene Channel-Nutzer volunteering Akiba, achso, während verschiedene Dinge sind Nutzer die Akibas Läden durchsuchten und sorgt dafür, während sie da wie wieder mal, was heißt jetzt volunteering? Nein! Tippfehler? Achso, und so hatten ehrenamtlich arbeitend viele, ja, also halt so freiwillig, viele Channel-Nutzer Akiba erkundet und die Läden nach ihm durchsucht. Mein Freund von Fure Para, irgendein Forum wahrscheinlich, hatte Geshine als die Hauptperson hinter ihnen bezeichnet. Wer ist Geshine? Weiß ich nicht, sorry. あの疾風迅雷のナイトハルトまで出張ってきたらしいけど、結局見つからなかったんだって。Selbst der Lichtschnell
Night Hard. Heißt das Hard in dem Sinne hier? Blitzschnelle. Lightning. Nee, Lightning Fast, aber Night Hard. Selbst der Lichtgeschwindigkeitsschnelle Eisenharte nahm teil. Aber sie konnten ihn trotzdem nicht finden. Hm. Könnte dieser Lichtstelle vielleicht unsere liebe Mulchan sein? Also ich meine, die ist ja auch so einer, die ganz, ganz über Lichtgeschwindigkeit alles eintippt. Und Eisenhartstuhl ist ja auch. Naja. Oder. Toshidensetsu wa dema datta toyukoto ka. Also war diese Legende nichts anderes als ein Gerücht, oder? Sashirane. Akiba ni wa underground na shoppu ga takusan aru shi, angai dokka no ayashi shoppu ni hyokkori korogatte demo okashiku nai nja ne? Nun, es gibt viele Untergrundläden in Akiba. Also wäre es nicht ungewöhnlich, wenn der IBN 5100 in einer von diesen etwas verdächtigeren versteckt sei. Auch wenn vorne sagt er, ich weiß nicht. Narukodo. Ich verstehe. Oh, was für noch ein SMS. Ach man, nein, jetzt sind wir schon so viel Zeit. Da hast du zum... Speichern wir eben. Ah, stopp. Ja, sonst hätte ich gesagt, mach weiter und nimm die SMS später an. Stimmt, das können wir auch machen. Hab ich ja nie so nachgedacht. Ich bin genial, ne? Aber vielleicht hast du irgendwie Auswirkungen, wenn wir die... Also ich gucke mal von wem die SMS zumindest, das gucke ich schon mal. Von Shining Finger hat uns geschrieben. Ich frage mich gerade, ob es einen Unterschied macht, wenn wir SMS später öffnen. Ja, ich würde sagen, finden wir raus, aber das willst du ja nicht. Machen wir noch die 50 Textfelder. Fällst du davon? Wie viel hast du? Ich bin bei meiner Rechnung bei 43. Ich glaube, aber ich habe mich mehr als nur einmal verzählt. Ich habe 42, das ist perfekt. Oh. Ach, mein Phone, warte mal, aber mein Phone ist da, warte mal, hier steht jetzt sogar in den Textfenster. Weißt du, mein Phone fängt an zu vibrieren und lässt ein Geräusch aus. Es hört auf nach etwa 3 Sekunden. Scheint, als hätte ich eine Mail bekommen. Trotzdem kann ich sie checken, wann immer ich sie, wann immer ich auch möchte. Jetzt bin ich drüber, weil wenn ich mir so anschaue, an Betracht dessen, dass wir gerade mit Daru reden und dass sie auch irgendwie jetzt in den Textfenstern markiert ist, finde ich es doch schon verdächtig. Weißt du, was ich meine? Inwiefern verdächtig? Insofern verdächtig, dass es doch eigentlich, es ist bisher die erste SMS, auf die wir hier schriftlich hingewiesen werden. Stimmt. Ja, laut dem, was sie gesagt haben, würde ich es sagen, dass es, relativ belanglos ist, wann du die öffnest. Also das heißt, du kannst ja auch mit Lauri jetzt noch zu Ende reden und dann erst das öffnen. Schon, aber ich denke gerade, also ich meine gerade, dass es doch nicht Zufall sein kann, dass wir gerade also die SMS bekommen, darauf hingewiesen werden, während wir mit der Person reden, mit der die Person sprechen wollte, von der wir gerade die SMS bekommen haben. Ich glaube, das ist eher so ein kleiner ich fange mal so an. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt eine SMS bekommen, während wir gerade so einen Dialog mit einem Charakter haben. Das ist ja meistens am irgendwo am Rumrennen oder irgendwo belanglos im Future Gadget Lab und kriegen da irgendwie so eine SMS. Aber jetzt soll, glaube ich, eher mehr so ein Hinweis sein, dass wir, red du erstmal mit dir zu Ende und dann guckst du mal, was du machst. Du brauchst dich nicht extra dich daran zu stören und. Ich schaue jetzt aber trotzdem. Wir haben doch immerhin schon unsere 44er voll lang. Gucken wir jetzt mal dieses Textfenster an, weil so ich. Guck mal rein, ich bin neugierig. Received Mailbox. Also, wir haben eine Entscheidung, was wir jetzt genau machen. Entweder wir öffnen die SMS oder nicht, und wenn wir sie öffnen, haben wir wieder halt die klassische Geschichte. Also, was ist das denn für ein. Was zum Teufel? Sag mal, lieber Arzt. Viel Spaß. Viel Spaß beim Besetzen. Was? Der hat gleich einen richtigen Roman geschrieben. Also glaub mal, wenn du so schnell tippen könntest wie sie, würdest du es auch tun. Okay.
Okay, wie spät ist es jetzt? 13.49 Uhr haben wir die Mail bekommen. Ach, wir können die Uhrzeit wird uns oben nicht angezeigt. 13.49 Uhr, also nach meiner Uhr haben wir es jetzt 4.41 Uhr, aber na klar. Wir allen Zocker, die kein Leben haben. Sag mal, wollen wir uns darauf einigen? Ich denke, für das wird sogar so. Wir lesen ja einfach mal, dann zu entscheiden, ob wir sie öffnen oder nicht. Das klingt doch fair, oder? Ja. Also, Okabe-san, ich habe dir geschrieben, so schnell wie ich konnte. Mein Name ist Kiryu Molka. Molchan. Ich bin 20 Jahre, ich bin ein 20-jähriger Freelancer, Eigenständiger. Ich habe keine Ahnung. Freiberufler, ja, eine, ja, genau. Ich meine, ich habe erwähnt, dass ich halbtags in einer Publishing Company ist, ein Verlagshaus arbeite. Haben wir uns jetzt alles gehört? Entschuldige bitte, dass ich so plötzlich ein Foto vorgenommen habe. Ich habe es nicht aus irgendwelchen kranken Gedanken herausgemacht. Ich brauchte einfach Fotos von der von Akihabara, von der Szenerie von Akihabara für den Verlag. Und habe aus Versehen ein Foto genommen, ohne ein spezielles Ziel zu haben. Seitdem diese gesamte Satellitengeschichte passiert ist, was genau genommen ein beherrschendes Motiv, um sich rauszusuchen, sag ich das jetzt? Wegen dieser gesamten Satellitensache war es genau genommen mein höheres Ziel, den richtigen Blickwinkel herauszufinden, um das Ganze zu fotografieren, was auch immer jetzt Imao heißt. Übrigens, das Foto, das ich genommen habe, war nur ein Test, also kein endgültiger Schuss. Deswegen habe ich nur die Kamera auf meinem Telefon benutzt. Selbst wenn du mich nicht gefragt hättest, es zu löschen, it's not like I was trying, wärst du gewesen, als hättest du für den Artikel benutzt. Mhm. Nun kommen wir zum richtigen Thema. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich so unhöflich nach einem Gefallen gebeten habe. Okabe-Kun? Warum nennt sie ihn denn Kun? Aber es wäre auf jeden Fall super nett von dir, Nito, super hilfreich, wenn ich dich eine Sache fragen dürfte. Nicht Nato, Nit, ja. Super nett, wenn ich dich was fragen dürfte. Oder dich um einen Gefallen bitten würde. Was? Nein! Was machen wir gerade? Ich hab nichts gemacht. Hallo? Du hast das schon eben abgespeichert, das ist nicht weiter tragisch. Okay. Aber es wäre super nett von dir, wenn ich um den gefallen würden, bitte den Superhacker. Falls du den halt den bezüglich der Super, dieser Uber Legend fragen könntest. Um genau zu sein, weiß ich nicht viel über den PC, den IBM 5100. Zum Beispiel, welche Art von PC es ist oder irgendwas in die Richtung. Alles, was ich habe, ist, alles, worauf ich mich beziehen kann, ist ein Picture, das Bild, was ich gezeigt habe, Okabe-kun. Ich werde das Bild anhängen. Mir absolut sicher sein. Sei auf jeden Fall sicher, mir zu antworten, okay? Warte, würde ich mich super mega freuen, falls du mir die Adresse deines Super-Hacker-Freundes nimmst. Ich schreib dir nochmal. Oh. Ich gucke, was geht schon gut. Egal. Es ist okay, wenn ich dir nochmal schreibe, oder?
Falls es das nicht ist, sag Bescheid. Okidokis, Mocha, Moika. War es denn da innerhalb so weit irgendwie komisch, oder? Nee, passt schon. Hab das einigermaßen verstanden? Ja, denke. Ja, wir können mal durchgehen lassen, ja. Na gut, von mir aus. Wenn wir gerade diese komische SMS erhalten von unserer lieben Moe-chan. Jetzt kann ich irgendwas, das sind die Pfeile unten. Pfeile. Ja, und speicher nicht. Weil du hast ja eben schon, als wir noch mit Daru geredet haben, was? Nicht geöffnet hast. Achso, jetzt habe ich den Anhang geöffnet. Also haben wir anscheinend wirklich mal eine tatsächliche Entscheidung in dem Sinne. Die Frage ist eben jetzt von uns, die Frage ist genau in diesem Sinne, da es anscheinend eine etwas wichtigere Entscheidung zu sein scheint, eine wirklich wichtige Entscheidung. Entschuldigung, wenn ich es unterbrochen habe, Satan. Passt schon. Ob wir jetzt die E-Mail öffnen oder wir sie jetzt geschlossen lassen, die Frage an euch, wir haben also anscheinend eine, wie gesagt, eine etwas wichtigere Entscheidung, und in dem Sinne wollen wir diesmal nicht die Antwort so mal eben bei so vorwegnehmen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, das war die heutige Folge von Let's Play Steins Gate. Wir waren ja wieder relativ gut vorangekommen. Was hast du noch, Starter, dazu? Gerade gar nichts. Nee, ist alles total tüffig. Ja. Du wirkst leicht müde. Na, wie kommt das bloß? Nee, ich weiß auch nicht. Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich meine, es ist immerhin schon fast um 5 oder so. Erkennen wir irgendwoher die Uhrzeit, ne? Nein, überhaupt nicht. Also, das war die heutige Aufnahme auch von Let's Play Rune Factory. Heute hier um schön. Ah, auch schon wieder gefailt. Oh, bitte lass ihn nicht fehlen. Diesmal am Ende. Ich meine, das eigentlich mit Rune Factory, aber okay. Du hast gerade gesagt Rune Factory, nicht Steins Gate. Steins Gate. Schön die Aufnahme gelabert. Oh yeah. Also, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Diesmal endet auf jeden Fall mit einer anscheinend etwas wichtigeren Entscheidung, die uns hier die Geister teilen wird. Entscheiden wir uns jetzt, die E-Mail von Moika zu antworten, oder werden wir uns weiterhin nach wie vor mit Daru unterhalten? In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann demnächst wieder, möglichst erst bald, und dann, bis dann. Noch irgendwas von. Ciao! Ja. Achso, ich dachte, du willst jetzt kommen noch. Okay. Nee, ich hab grad nicht, dass irgendwie hier von Belang wäre. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, und schreibt in die Kommentare. Ciao. Zum wievielten Mal? Zu oft. Ich hab auch wohl zu zählen. Okay. Dann bis dahin.